Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Marktupdate hier aus Stuttgart von der EUWAX mit einem DAX, der wieder über der Marke von 9.800 Punkten sich hier im Verlauf des Vormittages bewegt. Also der Schocker von gestern Nachmittag ist erstmal verdaut. Da sind wir ja so kurz vor 16 Uhr richtig in die Knie gegangen und im Tief bis auf 9.760 Punkte gefallen. Die große Frage ist, gelingt jetzt diese Rückeroberung über die 9.800 eher nachhaltiger Art? Oder ist das Ganze brüchig und kommen wir hier wieder zurück? Also hält die 9,8 im Laufe des Tages in den nächsten Tagen oder setzt sich hier die Konsolidierung fort? So ein bisschen liegen die Nerven blank. Das war gestern schon ein ordentlicher Schubser nach unten, ausgelöst von Aussagen von James Bullard. Er ist Chef der Fed von St. Louis, zurzeit nicht stimmberechtigt im FOMC in Washington, also in dem Ausschuss, wo über die Zinsen diskutiert wird, über die Geldpolitik der US-Notenbank diskutiert. Aber James Bullard ist sowas wie ein Falke. Im Gegensatz zu den Tauben sagen ja die Falken, wir setzen uns eher schneller als später für höhere Zinsen ein. Und er sieht die Inflation deutlich auf dem Weg nach oben. 2% bis Ende des Jahres 2014, 2,4% sogar bis Ende 2015. Er empfiehlt eine erste Zinsanhebung durch die US-Fed schon im Verlauf des ersten Quartals 2015. Markterwartung bislang heißt ja, ja, so in der Mitte des kommenden Jahres. Warten wir es mal ab. Die Märkte haben sich schon wieder so ein bisschen beruhigt. Wir sehen das auch bei den Vorgaben von der Wall Street, liebe Zuschauer. Der Dow nur mit einem ganz, ganz leichten Minus geschlossen, 0,1%. S&P 500 ebenfalls nur ganz leicht im Minus. Die Nasdaq unverändert, der Nikkei minus 1,4%. Da gab es heute dann doch etwas stärkere Gewinnmitnahmen in Tokio. Schauen wir auf den Euro, 1,3620. Der kippte gestern kurz mal unter die 1,36, hat sich auch wieder leicht erholt, ist wieder knapp über 1,36. Gold bei 1.317 im Seitwärtstrend, Silber knapp noch über der Marke von 21. Wir bleiben in den Vereinigten Staaten, wechseln aber das Thema von der Geldpolitik, von den Zinsen zur WM, zum US-Sportausrüster Nike. Der hat gestern Zahlen vorgelegt zum abgelaufenen vierten Quartal, März bis Mai. Umsatz plus 13%, richtig stark rauf auf 7,4 Milliarden Dollar. Und man holt auch auf in Sachen Soccer, in Sachen Fußball. Zwar liegt hier Adidas das noch vorne, aber der Abstand wird geringer. Gute Nachrichten also von Nike, das treibt den Nike-Kurs. Das stützt aber heute auch die Aktie von Adidas. Also trotz dieses 0:1 für die Amerikaner, das scheint im Moment ein Win-Win zu sein für beide. Beide können von der WM profitieren. FMC, der Dialysespezialist aus dem DAX mit einer Übernahme in den Vereinigten Staaten. Man langt dort zu und stärkt das Dienstleistungsgeschäft rund um die Dialyse. Ein strategischer Zukauf, sagt die Börse. Und das kommt hier durchaus positiv an. DuPont, nochmal die Vereinigten Staaten, der Chemieriese mit einer Prognosesenkung und das färbt so ein bisschen negativ ab heute auf Lanxess, auf Bayer und auch auf BASF. Diese Aktien kommen nicht so richtig hier aus den Puschen. Dann schauen wir auf RWE, bester DAX-Wert im Moment. Macquarie hat die Einschätzung neu aufgenommen mit Outperform und sieht die Perspektiven durchaus positiv. Gestern ja auch eher und sehr stark. Gestern sehr schwach die Aktie der Deutschen Bank. Sie rappelt sich wieder über die Marke von 26. Im Moment die Banken weiterhin natürlich sehr labil, weil da geht es um Milliardensummen, die möglicherweise hier als Strafzahlungen im Raum stehen. Abschließend ein Blick auf den EUWAX Sentiment Index. Mal im Plus, mal im Minus. Erst leicht im Plus, jetzt leicht im Minus. Da haben wir noch keine klare Richtungsentscheidung bei den Anlegern hier an der EUWAX. Bis später, alles Gute, tschüss.